Die Fußballwelt hat in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Oberhausen Abschied von der Augsburger Fußballikone Helmut Haller genommen. Unter den rund 300 Trauergästen befanden sich zahlreiche prominente Vertreter aus Sport und Politik sowie langjährige Weggefährten des 73-Jährigen. Darunter die beiden ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Franz Beckenbauer und Uwe Seeler sowie der Präsident des Deutschen Fußballbundes Wolfgang Niersbach. Auch der ehemalige FCA-Manager Andreas Rettich war gekommen, um Haller die letzte Ehre zu erweisen. Ich bin ja doch aus einer Generation noch groß geworden, wo man dann wirklich mit großen Augen zu Helmut Haller hochgeschaut hat. Und ich muss sagen, ich habe immer neben seinen fußballerischen Dingen seinen Mut bewundert und wie schlau und vorausschauend er schon war, damals nach dem Finale, was den Ball angeht. Also ich muss sagen, Hut ab, das hätte kein Marketingstratege besser inszenieren können. Eine frohe Natur, immer Spaß gehabt und hat uns selbst in den schwierigsten Situationen immer wieder Spaß vermittelt. Und der Spaß hat uns dann immer wieder zu guten Leistungen angetrieben. Also wann immer wir Helmut gesehen haben, haben wir viel Spaß gehabt, wenn wir zusammen waren. Als Mensch absolute Weltklasse, Fußballer absolute Weltklasse, mehr kann man nicht sagen. Bei mir persönlich leben immer die Bilder von 1966 auf. Da war ich 15 Jahre alt, habe aber eine sehr starke Erinnerung. Und gerade die Szene vom ersten Tor im Finale von Wembley haben wir auch am Dienstag in Berlin auf die Videotafel eingespielt. Bei der Gedenkminute, da hat das ganze Stadion seiner gedacht, wie ich finde, sehr würdig. Und da ist diese Erinnerung noch einmal ganz stark gewesen. Die Erinnerung an einen wirklich ganz außergewöhnlichen Fußballer. Ich würde ihm wünschen, dass auch im Himmel Fußball gespielt wird, denn man hat bei ihm immer das Gefühl gehabt, dass er zeitlebens Fußballer war. Ich habe nochmal nachgelesen, ein Interview, das er zu seinem 60. gegeben hat. Da sagt der Mensch, ich habe jetzt endlich die Folgen meiner Hüftoperation überwunden, ich kann wieder Fußball spielen. Für ihn war das Leben ein großes Fußballfeld. Auch die gesamte Mannschaft des FC Augsburg war zum Trauergottesdienst erschienen. Der Verein hatte das Vormittagstraining dafür extra verschoben. Zudem war eine Delegation der italienischen Fußballclubs FC Bologna und Juventus Turin für die Haller in den 60er Jahren spielte nach Augsburg gereist. Haller war in den 50er und 60er Jahren einer der populärsten Fußballer Deutschlands, der sich auch als einer der ersten Fußballlegionäre in Italien einen Namen machte und als erster Ausländer zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt wurde. 1979 beendete er beim FC Augsburg seine aktive Karriere, die er dort auch begonnen hatte. Die Beisetzung fand im Anschluss an den Trauergottesdienst auf dem Augsburger Nordfriedhof statt. Dort lag auch ein Kondolenzbuch aus, in das sich Fans und Bürger eintragen konnten. Ab Freitag liegt es im Rathaus aus, um an Augsburgs größten und bekanntesten Fußballer zu erinnern.